Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir sind hier immer noch im, ja, Star Control. Warum, wieso, weshalb? Ich frag's mich auch. Wir sollten eigentlich bei Gage sein. Warum jetzt auf einmal bei Gage? Ganz einfach, wir brauchen Strom. Wie schon im letzten Part angekündigt, gesagt, versucht zu erreichen, brauchen wir Strom. Den gibt es aber noch nicht, da wir dafür eine Quest benötigen. Diese Quest würden wir auf zwei Arten bekommen. Und zwar, wenn wir uns dafür entschieden hätten, am Anfang, statt hier überall die Parks für die Raider freizuschalten, die Raider umzunieten. Das hätte uns garantiert das Leben gekostet. Denn das ist richtig, richtig schlimm. Also, was waren wir damals? Level 35 oder so? Also, die hätten uns verjausnet. Ja. Und hätten uns dann so wie in dieser Safari-Park-Dings da, im Safari-Adventure dort als Statue mit einem Kuhkopf aufgestellt. Ja, mit Sicherheit. Die hätten das getan und unseren echten Kopf hätten sie aufgespießt. 100 Pro. Deshalb haben wir uns entschieden, den Raidern zu helfen. Wir sind einmal ein böses Mädchen. Ja. Und um eben, wie gesagt, als zweite Möglichkeit, hier den Strom wieder in Gang zu bringen, müssen wir die Hauptquest fertig machen. Das heißt, Gage hat uns zu sich gebeten, als wir im letzten Park, der noch übrig war, also hier, den Masten mit einer Fahne bestückt haben für die Raiderbande, die hier leben soll. Und ja, da diese Raiderbande hier wahrscheinlich noch nicht einziehen kann ohne Strom, ist nicht so schlimm, es zählt ja trotzdem, weil es ist ja zugewiesen, werden wir jetzt ganz schnell zu Gage zurück. Und porten. Und ja, ich denke mal, wird hier oben droben sein. So. Und werden mal schauen, ob er noch irgendwelche Wünsche für uns hat, ob er jetzt glücklich ist, ob die Raider glücklich sind. Ja. Böse glücklich natürlich. Ja. Nicht das, was so die Leute durchschnittlich machen. Richtig böse glücklich, ja. Raider glücklich. So. Ja, und ich habe für mich selbst, habe ich mal entschieden, da ich selber eigentlich in Wirklichkeit eigentlich ein liebes Mädchen sein möchte und nicht immer, also nicht ganz so böse wie ein Raider halt ist, dachte ich mir, ich lasse diese Quests, die es dann so gibt, wie Auftragsmord oder das mit der Hundehalsband und so, das lasse ich dann weg. Also das, wir haben es eh schon mal gesehen mit dem Hundehalsband, wie das so funktioniert. Und ich dachte mir, irgendwie ist er nicht da, oder? Und ich dachte mir, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das ja auch selbstverständlich und gerne selber nachspielen. Keine Frage. Ihr könnt hier euer eigenes Reich erschaffen. Sanctuary Hills auf den Kopf stellen. Wie auch immer, ihr könnt hier machen, was ihr gerne mögt. Ah, der ist da drin. Bist du da? Na. Doch. Geh mal rein. Obwohl, sicher war da drin, ich Depp. Passt schon. Ja, und dann denke ich mal, wenn wir hier mit Nuka-Cola World fertig sind, was uns als nächstes blühen wird. Oder was wir als nächstes machen dürfen. Ich sei gespannt. Was? Versteht ihr, Penner, was das heißt? Nuka World gehört uns, Mann! Der ganze verdammte Park! Ah! Was jetzt kommt, habt ihr alle in Teilen schon mal mitbekommen. Aha. Aber diesmal hört ihr es von Red Eye, dem Meister des Geschichtenerzählens. Aha. Now this here is a true story. Okay, passt. And I know it's a true story. Gage. Hey, Munition. Ich war da gar nicht drin. Was ist mit mir los? Jo, eigentlich schaut so aus. Nehmen wir das bitte mal alles mit. Oh Gott, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, mich zu entladen. Also nicht lauter Zorn, sondern wegen überladen sein, ne? Vorbeugend. Habe ich voll vergessen. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen. Wir mal dann ein bisschen Labor hin tun, bevor wir da irgendwie was weiter tun machen. Gage, jetzt reicht's mir. So, Quest ausgepackt. Wo ist denn der Depp? Stoppe Überfälle. Nein. Sprich mit Nein. Sprich mit Gage. So. Gage. Jetzt muss ich wieder raus. Das gibt's ja nicht.
Herrschaftszeiten. Na, Aufzug? Aha. Oben drum. Haha, ausgesperrt, Bäusterfinster. Servus, hast du doch noch geschafft, ha? Jo. Und jetzt? Servus, hallo? Nuka World. Aha. Ich glaube, das war gerade ein riesen Topfen, was ich gemacht habe. Wo ist denn der Gage hin? Wahrscheinlich hat er sich unter die Raider gemischt. Jetzt bin ich gespannt. Verdammt, Mann. Du hast es echt geschafft. Nuka World gehört uns. Ganz Nuka World. Ja, überrascht. Was ich versprochen habe, was ich am besten kann, zeigt Respekt. Na, was ich versprochen habe. Ich habe euch allen was versprochen und es gehalten. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ah, Jupp. Bei dir klingt das, als wäre das keine große Sache. Aber ja. Du musst wissen, wir hatten noch nie so festen Boden unter den Füßen. Jetzt, wo wir es so weit gebracht haben, sollten wir die Party am Laufen halten. Oh. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns dem Commonwealth zuwenden. Nein. Sitzplatz. Bist du verrückt? Sarkastisch. Gefällt mir. Ich hab das Sagen. Sarkastisch. Du willst hoch hinaus, was, Gage? Aber wieso da aufhören? Wieso übernehmen wir nicht den Mond, wenn wir schon dabei sind? Nee, die kleinen grünen Männchen können den behalten. Nuka World zu erobern ist eine große Sache, klar. Aber das darf nicht das Ende sein. Es muss der Anfang sein. Ups. Diese Wilden brauchen ein Ziel. Etwas, auf das sie sich konzentrieren können. Ansonsten gehen sie aufeinander los. Und bei so einer großen Operation brauchen wir mehr... Naja, von allem. Das kriegen wir nicht einfach so. Wir müssen es uns nehmen. Im Commonwealth gibt's jede Menge kleine Scheißsiedlungen, die man besser nutzen könnte. Meinst du nicht? Ach so ist es. Bist du sicher, dass das klug ist? Sarkastisch, von Anfang an geplant. Gebe die Befehle. Ich denke mal, bist du sicher, dass das klug ist? Ist das wirklich klug? Wir haben den Laden hier gerade erst wieder flott gemacht. Wäre es denn klüger zuzusehen, wie sich die Banden wegen der Reste dieses Orts die Köpfe einschlagen? Natürlich nicht. Also versuchen wir das zu vermeiden. Wir müssen es ja nicht überstürzen. Wir gehen es langsam an, wohlüberlegt. Wenn wir uns einen Teil des Commonwealths schnappen wollen, brauchen wir die richtigen Kontakte und jede Menge Leute, oder? Ich würde sagen, wir reden mal mit Shank. Er kontrolliert, was nach Nuka World kommt und was hier rausgeht. Er hat das schon mal vorgeschlagen. Will mit dir reden, seit du hier den Laden übernommen hast. Er weiß also bestimmt, wo wir anfangen sollten. Er hat die Verantwortung für die Karawanen. Du findest ihn also vermutlich auf dem Markt. Okay. Du vertraust diesem Kerl? Sarkastisch. Klingt gut. Vergiss es. Na, klingt gut. Wenn du dich für diesen Shank verbirgst, habe ich kein Problem damit. Na klar. Wie sonst sollte er denn ganz oben auf meiner Wunschliste gelandet sein? Geh einfach rüber und red mit dem Kerl. Er wird das bestätigen, was ich über das Commonwealth gesagt habe. Währenddessen sorge ich dafür, dass die Banden das Kraftwerk von Nuka World wieder zum Laufen bringen. Höchste Zeit, unser Licht leuchten zu lassen und den Leuten zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Oh, und wenn du einen Rat willst oder möchtest, dass ich mitkomme, sag mir Bescheid. Jo, die große Tour, ja. Gut, dann suchen wir den einen Kerl auf, den diesen Sause mit der Brause. Dieser Shank ist nämlich die Schlüsselfigur, damit wir Strom kriegen. Ja. Gut, dann Shank. Bande, was? Das wird abgeholt? Ich bin auch so Profi. Hä? Echt nicht? Okay, das, ich hoffe... Ich hoffe, das geht dann trotzdem noch, auch wenn wir jetzt zuerst hierhin uns porten tun. Schauen wir mal. Gucken wir mal, ob er da ist, der Kerl. Lalala. Ah. Ja. Gut. Hallo, meine Herrschaften. Ich suche hier jemanden. Einen gewissen so und so. Nuka World, ist der jetzt echt nicht da? Ich hab's extra. Es liefen Wetten darauf, wer einen Mutie aus der größten Distanz erlebt. William hat einen Haufen Kronlauten gemacht. Ah. Hey, hey,
die krasseste Lady in Nukatown. Was kann ich für dich tun, meine Beste? Du hast ein Halsband um. Was hast du? Was hast du vorrätig? Die Medizin, die du brauchst, um frei zu sein. Ich habe alle möglichen Camps für dich, Boss. Sag einfach, was du brauchst. Okay, momentan nicht. Bis später. Ich brauche nichts weiter. Hey, kein Problem. Ich krieg hier echt Lust auf Nuka-Cola. Yay, kein Problem. Ja, Deichsel nochmal, wo ist denn der Kerl? Muss ich da echt? Ja, da wird dann schon, wird schon stimmen, ne? Dann ist er halt vorn draußen. Ist wurscht, geh mal raus. Tada! Dann ist er halt vor Marktstandplatz, wie auch immer. Marktplatz, so. Ja. Ja, 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 ja. Na los. Selbst die Messen hier sind zusammengeschustert, ne? Es darf nichts verschwendet werden. Perfekt. Markt Inside. Da ist er. Bist du ein Gammler? Wen haben wir denn hier? Gefällt mir, was du mit dem Laden gemacht hast, Boss. Den Banden scheinen ihre neuen kleinen Königreiche zu gefallen. Das letzte Mal waren die Banden so wild, als mal wieder jemand was in die Brunnen getan hat. Hab mich noch gar nicht vorgestellt, ich bin Shank. Und wenn du hier stehst, nun, vermutlich hat Gage gedacht, du könntest die Dinge ja endlich in Bewegung setzen. Wie lange musste er dir zureden, dass es Zeit ist, ins Commonwealth zu ziehen? Ja, nicht besonders lange. Glaubst du, ich bin überzeugt? Ich weiß es noch nicht. Klang nach einer guten Idee. Sein Vorschlag, meine Entscheidung. Glaubst du, ich bin überzeugt? Und wie kommst du darauf, dass ich überzeugt bin? Naja, wenn du es noch nicht bist, solltest du es aber verdammt nochmal werden. Den Banden eigene Gebiete im Park zu geben, hat dir einiges an Vertrauen gebracht. Mhm. Aber ihnen eigene Reiche aus den Siedlungen im Commonwealth zu geben, naja, ich wüsste keinen besseren Weg, deine Stellung hier zu sichern. Und wir verdienen dabei auch noch was. Wenn dich das interessiert, ja, sag nur ein Wort, dann geht der Spaß los. Mhm. Deine Rolle dabei. Ich will niemanden verletzen. Legen wir los, vielleicht später. Fragen wir doch mal blöd weiter, oder? Deine Rolle dabei? Ich wollte dich zu deiner Rolle bei der Sache befragen. Ich bin ganz Ohr. Bei welcher Bande bist du? Was springt für dich raus? Was genau machst du? Das war alles. Na, wo gehörst du dazu? Für welche Bande arbeitest du? Ich arbeite für keine Bande. Mhm. Gage hat mich geholt, damit ich für den Overboss arbeite. Mhm. Ich sollte Coulter bei seinem grandiosen Plan beraten, dem Commonwealth den Hintern zu versohlen. Und trotz Coulters Meinungsumschwung habe ich weiter die Ohren offen gehalten für den Fall, dass der Tag doch nochmal kommt. Ich hoffe, dass es heute endlich soweit ist. Jo, wir können es ja eh probieren, ne? Wenn es eine unbewohnte Siedlung ist, wahrscheinlich eher nicht, dann, ja, könnte man das doch, ne? Was springt für dich dabei raus? Was springt für dich dabei raus, wenn du mir hilfst? Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin nicht gierig. Aber Leute mit meinen Talenten sind nicht alltäglich. Ich will nur den Lebensstandard halten, den ich gewohnt bin. Mhm. Und ein Stück des Commonwealth-Kuchens haben, in den jeder hier schon lange voller Gier hineinbeißen will. Was genau machst du? Was genau machst du? Ich erkläre dir alles, was du wissen musst, damit wir uns auf der anderen Seite des Gebirges etablieren können. Gebiete beanspruchen, Jobs durchziehen, für Loyalität sorgen. Gage und Coulter haben mich beauftragt, die Aktivitäten dort zu überwachen. Ich versorge dich also mit Informationen darüber, an welchen Orten wir zuschlagen können und an welchen nicht. Mhm. Bei mir findest du alles, um das Commonwealth gehörig aufzumischen. Na gut, das war's dann. Das war alles. Also, heißt das, du bist bereit loszulegen? Was sollen wir denn sonst machen, oder? Legen wir los. Okay, dann mal los. Das ist Musik in meinen Ohren. Toll. Damit wir uns im Commonwealth etablieren können, braucht's drei Dinge. Ein Gebiet, Vorräte und Loyalität. Fangen wir vorne an. Gebiet. Wir müssen eine Siedlung besetzen, von der aus unsere Bande arbeiten kann. Einen Außenposten. Und es gibt zwei Wege, neues Gebiet zu besetzen. Du kannst selbst hin und die Ortsansässigen überzeugen, abzuhauen. Oder ich stelle eine Crew zusammen, die sie platt macht. Deine Wahl. Also Zeit für deine erste große Entscheidung. Willst du sie zum Gehen überreden oder sie ausradieren? Natürlich zum Gehen überreden. Keine Frage.
Ein Unterschied, freundlich. Siedlung auslöschen, Siedler zum Gehen überreden. Bitte, ja, unbedingt. Ich rede mit Ihnen. Ich krieg Sie schon dazu, zu verschwinden. Ja. Kein Problem. Sobald du deine Flagge aufgestellt hast, schicke ich eine Crew rein, um alles klar zu machen. Als nächstes musst du festlegen, wer den Außenposten übernehmen soll, wenn er bereit ist. Natürlich ist jeder für eine Bande eroberte Außenposten etwas, das die anderen Banden nicht haben. Und keinem gefällt der Gedanke, dass ein Rivale einen Vorsprung erhält. Denk daran, wenn du Gebiete verteilst. Also, und welche Crew soll zu dir stoßen, wenn du dein Gebiet abgesteckt hast? Das Rudel, die Unternehmer, die Jünger. Auf später verschieben. Rudel und Unternehmer haben eigentlich schon zwei Sachen hier im Park, ne? Jetzt wäre es eigentlich nur würdig und recht, wenn die Jünger jetzt was kriegen, eigentlich, wenn wir mit denen beginnen. Weil die haben hier in Nuka-Cola World ein bisschen weniger. Ja, Freund, ich würde sagen, die Jünger. Die Jünger. Ja, dann nimm besser eine Abdeckplane mit. Dann musst du nur noch ein Ziel wählen. Also, für einen neuen Außenposten solltest du einen Ort mit vielen Siedlungen in der Nähe wählen, die unsere Leute später versorgen können. Das Taffington Bootshaus, das Gutshaus Croup, die Baumschule Greentop und das Lurk haben jede Menge Farmen in der Nähe, soweit ich weiß. Mhm. Aber ich muss nochmal in meine Notizen schauen, um sicherzugehen, dass das noch lohnende Ziele sind. Ja, wir werden nicht jeden Job bei jeder Siedlung durchziehen können. Also, bist du bereit, den Ort für den ersten Außenposten von Nuka World zu wählen? Job in bestimmten Siedlungen nicht möglich. Gute Ziele für Außenposten. Bin bereit, noch nicht. Na, fragen wir blöd weiter. Gleich mit dem ersten. Es sind nicht alle Jobs in den Siedlungen möglich? Wir können was? In manchen Siedlungen bestimmte Jobs nicht durchziehen? Ja, leider. Man kann niemanden zum Gehen überreden, wenn es niemanden zum Reden gibt. Ich versuche dich darüber zu informieren, warum ein Ort nicht verfügbar ist. Aber das größte Hindernis sind bereits laufende Aktivitäten. Aber wenn das der Fall ist, findest du in deinem Pip-Boy vielleicht Informationen darüber, wieso an dem Ort nichts läuft. Und bist du bereit, die erste Siedlung auszuwählen? Ja, eigentlich gute Ziele für Außenposten. Welche Sag mal was Ziele vor. Hattest du mir nochmal empfohlen? Bootshaus Croup, Taffington Bootshaus, Baumschule Greentop und ins Log. Wie gesagt, ich muss erst in meine Notizen schauen, um sie als Ziele zu garantieren. Aber falls sie verfügbar sind, sind sie bestimmt ein guter Anfang. Und okay. Bist du bereit, deine Entscheidung zu treffen? Ja, dann fangen wir an. Bin bereit. Gut. Also, wo willst du zuschlagen? Die Siedlungen, die Bestandteil von Quests sind, erscheinen auf Shanks Liste ausgegraut. Schließe die Quest an diesen Ort ab, um sie, was, für dich zu gewinnen wahrscheinlich. Aha. Kinderkrippe, Greentop. Der Slog, schau dir die Wahrheit an. Starlight Drive-In, sicher nicht. Das ist unsere Stadt, sicher nicht. Red Rockets Raststätte, die könnte man nehmen. Da ist ja eigentlich momentan nur der eine Roboter, der so unfreundlich ist wie die Nachtfinster. Nehmen wir das. Das war blöd, das ist in der Nähe von unserem Sanctuary Hills. Weißt was, probieren wir das mal. Ich probiere das mal. Und? Moment, bin mir ziemlich sicher, dass der Laden dir gehören muss. Willst du da wirklich zuschlagen? Ist das denn wichtig? Aktuelles Ziel aufgeben, aktuellen Ort halten. Aufgeben? Ich habe meine Meinung geändert. Na klar. Willst du mir noch ein Ziel nennen? Oder willst du vielleicht doch einen anderen Job machen? Job ändern kann man auch? Ich will den Job ändern. Klar doch. Wie willst du es machen? Ach so. Na, zum Gehen nur den. Ich krieg sie schon dazu, zu verschwinden. Jetzt passt schon. Mir recht. Und welche Crew soll zu dir stoßen, wenn du dein Gebiet abgesteckt hast? Ach so, das ist nochmal, okay. Die Jünger nochmal. Mhm. Okay. Passt. Und so, weißt du schon? Skip. Gute welche Ziele. Ziele hattest du mir nochmal empfohlen? Nein, das war Blödsinn. Entschuldigung, und das war zu früh. Bin bereit. Das war jetzt echt ein Topf, also, was ich gerade zusammengeklickt habe. Bla bla.
Ich habe keine Ahnung. Dann nehmen wir halt die Primus halt, oder? Ich habe die Robostation eh schon weggebracht. Das ist eigentlich nur mehr dieser eine Roboter da, der so gemein ist. Passt nicht. Ich glaube, da ist niemand, den wir einschüchtern könnten. Willst du mir noch ein Ziel nennen? Oder willst du vielleicht doch einen anderen Job machen? Ach so, dann muss ich die echt, ja. Das ist echt kacke. Nehmen wir uns ein anderes Ziel vor. Alles klar. Also wo okay, soll das der eine Roboter steigen? Zählt nicht als Bewohner. Fuck. Wie schaut's mit dem aus? Ich glaube, der Laden gehört dir schon, Boss. Bist du sicher, dass du da zuschlagen willst? Ja, also ich mache, wenn nichts anderes geht, ne? Ist das denn wichtig? Ist das denn wichtig? Nur wenn du da weiter die Kontrolle behalten willst. Wenn du eine Siedlung für einen Job auswählst, ist damit jede Beziehung hinüber, die du mit den Leuten da hattest. Du solltest dir gut überlegen, ob du die Kontrolle über den Ort wirklich aufgeben willst. Also ist das weiter das Ziel? Ja, was soll ich denn machen? Wenn jetzt nirgendwo was ist, wolltest du es ja auch nicht haben. Ja, das probieren wir es halt mal. Skrupellos. Ja. Also, um diese Typen loszuwerden, gibt es zwei Optionen. Sie dafür bezahlen oder sie verjagen. So oder so. Je mehr Angst sie haben, desto leichter oder billiger wird es, sie loszuwerden. Lissy Wyeth von den Unternehmern dürfte ein paar Dinge haben, die eine Vertreibung leichter machen. Und vergiss nicht, je besser ein Ort befestigt ist und je mehr Leute dort leben, desto mehr Vorbereitungen solltest du treffen, bevor du sie vertreibst. Aber letztlich ist es deine Entscheidung, Boss. Viel Glück. Danke. Ist das jetzt eigentlich schon kombiniert, die Quest mit dem Kraftwerk, Strom und so? Ist das jetzt schon dabei oder machen das jetzt wirklich diese... die Raider? Ah, baraba, baraba. Toten Briefkasten, ja, sprich mit Ellie. Ja, ja, ja. Aha, das betrifft das. Okay, jetzt sprich mit Lissy. Es bleibt uns eh nichts anderes übrig. Okay. Gut, es bleibt uns nichts anderes übrig, dass wir mit der Guten sprechen tun. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich bei den Unternehmern, nehme ich mal an. Aha. Sie unternimmt gerade was. Reparatur. Lissy. Also die Beute zum Abholen. Na sag einmal, Mädel. Geht's jetzt vielleicht? So. Hallo? Lissy? Na gut, da muss ich eben so hin, ne? Fuck, was waren schnell die Unternehmer? Ich glaube die hier. Na, Arena? Hehe, habe ich alles wunderschön vergessen. Die Arena. Ich habe keine Ahnung mehr. Scheißendreck. Gibt's ja nicht. Sonstiges, bitte. Das. Das muss ich irgendwo geben. Sein. Lissy, das gibt's ja nicht. Wo bist denn du? Doch, passt schon da oben. Ha. Gut, hätte schon gepasst, ich Depp. Passt schon. Dann raufporten, mit der Lissy reden. Und dann gehen wir halt einmal die Siedlung einnehmen. Ja. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass es nicht Starlight Drive-In sein wird. Was wollen die anderen Banden aus Nuka World machen? Nix. Weil
die Stadt, das Dorf haben wir so liebevoll aufgebaut, versucht liebevoll aufzubauen. Und das will ich auf keinen Fall verlieren, ehrlich gesagt. Außerdem haben wir dort Schießanlagen und alles hingepflanzt und gestellt, selbst wenn in der Nähe der Barader herumkrebsen, werden sie weggeschossen. Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Ja. Genau. Lisi. Licht. Uruk. Lisi, wo bist du? Du solltest Nuka World den Unternehmern geben, Boss. Ja. Der Ort könnte ein Hallo, gnädigste. Overboss, ist mir ein Vergnügen. Shank meinte, du bräuchtest ein paar Hilfsmittel, um die Beziehungen mit dem Commonwealth zu entspannen. Tja, ja. Da bist du hier genau richtig. Ich okay. habe hier Spielzeuge, die es dir erleichtern dürften, alles von diesen Bauerntölpeln zu bekommen. Als Gegenleistung möchten wir nur, dass du an die Unternehmer denkst, wenn du neue Territorien auf der anderen Gebirgsseite verteilst. Mhm, okay. Was hast du denn Schönes? Was genau hast du denn? Also, als erstes was zu manipulieren. Ein selbst hergestelltes Destillat zur Imitation menschlicher Fluchtpheromone. Wirf deinem Ziel eine dieser Granaten vor die Füße. Dann wird es plötzlich viel einfacher, vorsichtige Siedler zu überzeugen. Damit alles richtig funktioniert, musste ich die Formel genau abstimmen. Bei Leuten in den großen Städten wie Bunker Hill oder Diamond City und bei Karawanenleuten wird es also nicht funktionieren. Aber mhm. in Siedlungen im Commonwealth kannst du dir damit einen echten Vorteil verschaffen. Noch andere Einschränkungen? Es funktioniert also nur bei Siedlungen. Gibt es noch andere Einschränkungen? Nein, keine. Ich habe versucht, die Formeln an unterschiedliche Umgebungen anzupassen. Aber dieses Gebräu sollte vorerst deinen Zwecken dienen. Okay. Ich nehme jeden Vorteil. Ich nehme jeden Vorteil, den ich kriegen kann. Tja, hiermit kriegst du ihn. Hier. Ich hatte nur Material, um eine herzustellen. Aber du kannst auch das Rezept haben, falls du noch mehr brauchst. Also, das nächste Ass im Ärmel hat ein etwas breiteres Spektrum als die Granaten. Nimm ein paar Züge und jeder, mit dem du redest, wird dir bereitwillig das geben, was du willst. Außerdem habe ich das Suchtrisiko fast auf Null gebracht. Also kannst du es ruhig öfter einsetzen. Hier, die Zutaten dafür waren schwer zu finden. Aber hiermit und mit der Granate solltest du keine Probleme haben, mindestens eine Siedlung unter deine Kontrolle zu bekommen, bevor du was Eigenes zusammenbrauen musst. Und denk an uns, wenn du diesen armen Siedlern in den Arsch trittst, ja? Toll. Ich habe es zwar schon eigentlich den Dingern-Typen versprochen, aber wir ja. haben alle mal dran gedacht, Holder in den Rücken zu schießen. Da bist du uns wohl einfach zuvor gekommen. Ja, freilich, weil ich ein Macher bin. Genau, ich bin ein Macher. Ich mache die Sachen so, ne? Ja. Während andere drüber reden und wir das machen. Jawohl. Du musst Max, William und Lizzie nur zuhören, dann weißt du, dass die nicht hier reingeboren wurden. Trotzdem sind sie wie geschaffen dafür. Okay. Schön. Gut. Ich denke mal, ich bohr mich noch flott hier hin. Ja, um die Belohnung abzuholen und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Dilemma mal mit der Siedlung an, ne? Was tut man nicht alles für Strom? Jedenfalls eben die andere Variante, die jetzt auch nicht sonderlich einfach ist, wäre eben gewesen, die gesamten Raider hier auszuradieren, also wirklich umzuschießen, wegzumachen, ja. Und dann würde man automatisch die Quest bekommen, dass hier eben in Nuka-Cola World ja, das Kraftwerk wieder zum Laufen gebracht werden soll. Hier irgendwo soll unsere hübsche tolle Kiste sein. Da. Ich sehe dich. Ich dachte, der Mond ist die Käse. Nein. Nein. Ich ja, ist wurscht. Macht nichts, weil die tun uns nichts. Edda, alles gut. Ist heiß, aber ein Post an meinem Nest. Miau. Ja.
Alles gut, okay. Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde das tägliche Duell zwischen Nuka Knight und dem Nuka Cola Dark Knight bis auf weiteres verschoben. Gut, warte, wir sind hier eigentlich fertig, ne? Es dürften hier soweit nichts anderes geben. Ja, das können wir erst abschließen, wenn wir Strom haben. Passt, müsste funktionieren. Gut, dann würde ich sagen, wir reisen wieder ins Commonwealth. Ja. Und ich gebe mal den Schrott nach Sanctuary Hills ab. Und ich hoffe, dass wir genügend Kronkorken jetzt dann bald zusammen haben, um weiterbauen zu dürfen. So, ist hier zufällig ein Händler am Start? Nein. Nope. Da würde ich sagen Porten. Sanctuary Hills. Wenn wir die Bauerrüstung haben, ich sag's euch, dann singe ich, ohne dass ihr mithört, ein kleines Halleluja. Vor lauter Freude. Oder alle meine Entchen. Ich bin noch nicht ganz sicher. So. Porten. Ladebildschirm. Ja. So. Passt, Edda. Hey, ich helfe dir gerne weiter. Ja, gib alles her. Danke. So. Den gesamten Schrott lagern. Dann kommen. Warte mal, ist eigentlich die Dings da? Ich weiß es gar nicht. Ich hau das mal weg. Rein damit. So. Ich habe noch nie geübt, ist noch nie mit einer Splittergranate oder Mine oder was weiß ich geübt. Ich habe keine Ahnung, ob mir das dann jetzt gelingen wird. Die wäre gar nicht schlecht als Scharfschützengewehr. Den Raketenwerfer hau ich mal rein. Das tun wir auch mal rein, das auch. Die auch, die Laserding behalte ich. Überzeugungsgranate, da ist sie, die müssen wir behalten. Flanellgraffel, das kommt alles weg. So, das geht natürlich nicht, weil es eine Quest ist. Smoking. Smoking. Nicht schlecht. Das kommt weg. Kampfrüstung tun wir auch weg. Hilfsmittelchen, was haben wir denn da? Ein Bierli, das kommt auch alles weg, das weg. Ja, ich würde sagen auch derweil, das vielleicht und dieses Gangster. Oh, aha. Das ist auch nicht schlecht. Instant Püree, Chit, Kartoffelchips, den Leguan tun wir weg, den auch. Die Suppe behalten wir, den Mais tun wir weg. Das Fleisch kommt weg. Das kann man alles. Zack. Auch das hochgesunde Quantum tun wir weg. Das. Und die Zuckerbäumchen. So, ich glaube, das passt aber mal. So. Dann, wäre mal ein nettes Speichern nicht schlecht. Würde ich sagen, einmal so. Und so. Und dann porten wir uns in die Siedlung. Bei der Kinderkrippe geht es immer noch ab, oder was? Aber da stand doch, dass es schon erledigt sein solle, oder? Auf jeden Fall, so. Überzeugungsgranate, ich habe noch nie geübt, mit einer Granate zu schmeißen. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. So, Hillporten. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Wahrscheinlich eher nicht. ja. La. Der schöne Ladebildschirm. So.
Hallo, das sind wir wieder. Wir sind eigentlich so. Es tut mir sehr leid, wirklich. Ich bin eigentlich kein böser Mensch, aber. Hey, du. Ja. Was willst du? Aber in diesem Fall. Du solltest gehen. Eine Raiderbande ist hierher unterwegs. Meine. Aber wenn ihr jetzt abhaut, gibt's keine Probleme. Versprochen. Du willst diesen Ort für dich? Hör zu, ich will dir keinen Stress machen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das ist unsere Heimat. Du wirst es bereuen, hier zu bleiben. Ich will euch helfen. Ich bin weg. Bezahlen, damit sie verschwinden. Was? Na, bringen wir mal das untere. Ich will euch helfen. Pass auf. Ich will euch helfen. Ihr müsst verschwinden. Sofort. Ich glaube nicht. Was? Wenn es sonst nichts mehr gibt. Was? Pass auf. Ich will euch helfen. Ihr müsst verschwinden. Sofort. Hör mal, warum tust du uns beiden nicht einen Gefallen und verschwindest? Du wirst es bereuen, hier zu bleiben. Wenn du noch eine Minute länger bleibst, wirst du es bereuen. Himmel, kein Grund voreilig zu handeln, oder? Hui. Das Land Ingo, gehört ist explodiert. Dir. Ich gehe ja. Tschüss. Wir haben die Granaten haben wir nicht gebraucht. Super. Hey, das ging ja einfach. Und wo ist jetzt der Fahnenmast? Mitglied einer Bande besetzen. Was? Deine Crew duldet allerdings keinen Verrat. Wenn du die gesamte Nuka-World-Bandenmitglieder in einem dieser einem anderen Raider-Boss tötest, werden sich alle Banden in Nuka-World gegen dich. Aha. Ja. Einteilen, zuordnen. Was? Kst. Na? Kst. Geh. Kst. Geh. Kst. Geht's zum Starlight Drive-In. Da gibt's ein wunderschönes Plätzchen. Oder Sanctuary Hills ist auch wunderschön. Seid jetzt dann bald mal dahin. Die zielen sich da jetzt von selber an, die Raider, oder was? Oder müssen wir da jetzt noch irgendwas machen? Außenposten, schau, Raider-Zeichen, echt wahr. Na, das scheint schon gewesen zu sein und jetzt darf er wieder zurück, oder was? Zum Bericht abstatten, genau. Was, wie? Baue mit Hilfe der Werkstatt in Außenposten Simonia die Signalflagge deiner Bande. Ach so. Ach so. Haben wir denn sowas? Die muss man nämlich dann auskleiden, genau. Ja, hätten wir. Ich muss da mal kurz, ja, im strömenden Regen muss ich da jetzt arbeiten. So. So. Und wie soll ich das bitte bauen? Als Deko vielleicht? Dekoration? Das vielleicht? Sowas? Na. Na, halt, was machst du denn da? Zurück. Ah, da drüben war irgendwas mit Raider, oder? Da, Raider. Raider Flaggen. Die Jünger, ne? Ich soll jetzt aber eigentlich Unternehmer und so, ne? Die wollten ja die erste Siedlung haben. Ich probiere es jetzt einfach mal. Mehr als Versagen kann ich jetzt eigentlich eh nicht. So, wie baue ich die jetzt? Und ich habe das hier mit, bauen mit. Ach so, das muss an die Wand, oder wie? Jo, Muku, ha? Das muss hier hin? Na, irgendwie bin ich da verkehrt. Hä? Ach so, dann geht das echt nur, weil ich die Jünger gewählt habe. Na gut, dann halt eben die Jünger. Ich würde sagen, auf dem Steinchen, da wird es gut machen, die Fahne, ha? Warte. Wir bauen eine Siedlung für Raider, Alter. Die Welt steht nicht mehr lang. So. Geh, Säubert. 102 gibt's dafür.
nichts einlagern. Fisch. Aha. Müssen wir jetzt für den was bauen auch? Triff dich mit deiner Crew. Ja, und wo? Die kommen jetzt her, oder was, ne? Da drüben? Echt? Dann laufen wir halt ein Stück, oder? Der Part ist auch zu Ende, der Part ist auch zu Ende. Wir machen es aber noch schnell. Fertig, hoffentlich. Geht das schnell? Hä? Was? Wo? Da? Da oben sind sie? Da sind sie. Meine Güte. Hallo. Hm. Na, ihr drei Spezialisten? Hallo. Gut. Gut? Was gut? Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Ja. Und jetzt? Sind wir fertig, oder wie? Jetzt Taten. Sprich mit Schenk. Jawohl. Perfekt. Das werden wir im nächsten Part dann machen. Ihr Lieben. Ach, wie schön. Wie schön, dass niemand weiß, dass wir der Oberboss sind. Also noch. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, der kleine Außenposten hier passt gut für ein Raiderlager. Ich hoffe sehr, dass wir nicht noch mehr bauen müssen. Denn dann bleiben uns fast keine Siedlungen mehr übrig, die wir für die Siedler bauen können, ne? Aber, ja, es geht ja nur darum, dass wir endlich Strom machen können, damit wir unsere tolle Powerrüstung abholen können, auf die ich schon so gespannt bin, weil die soll wirklich gut sein. Aber, ja, dafür müssen wir halt ein bisschen was in Kauf nehmen, zum Teil auch mal was Schönes opfern und dann geht das schon, ja. Wie gesagt, wenn ihr es selber spielen tut, das Spiel tun tut, könnt ihr es ja spielen, wie es euch gern, wie es euch beliebt. Ich habe mich halt mal für diesen Weg hier entschieden. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!